Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Spiel. Und zwar habe ich mir einen neuen PC zusammengestellt und zu dem AMD-Prozessor gab es dann gleichzeitig noch Uncharted 4 dazu, gratis. Ziemlich cool, gute Aktion von AMD. Und da das ja eigentlich Sony exklusiv ist und Sony sich gedacht hat, ach komm, olle Kamellen hauen wir mal auf den PC raus, ein bisschen grafisch angepasst, dachte ich, spielen wir das Ganze mal. Ich freue mich tierisch drauf, denn Uncharted 4 war eins meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 4 tatsächlich. Habe es auch damals da gespielt und dachte, warum nicht, wenn man es schon mal gratis bekommt, kann man es auch mal raushauen. Lost Legacy habe ich tatsächlich nicht gespielt damals, das werden wir auch noch mal testen. Aber ich denke mal, wir fangen einfach mal an. So, lass mal gucken, zack, hier rein. Den Story. Ich habe, wie man sieht, schon mal angefangen, aber auch nur, um zu sehen, wie es wirkt auf meinem ganzen PC-Kram. So, Mittelschwierigkeitsgrad, ohne Zielung und alles machen wir das. Speichern da oben und los geht's. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Upp. Mal sehen, wie schnell das Ganze lädt hier. Okay. Ist mit eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation gewesen. Also kann man nicht sagen, ich würde mich freuen, würde es davon nochmal einen neuen Teil geben. Auch wie die 5er gerade. Wäre schon ein Highlight. Warten wir es mal ab. Kann man nicht vorstellen, dass sie das einfach sterben lassen, ne? Den Film an sich fand ich scheiße, nur mal so nebenbei. Hat mir nicht zugesagt. Passten die Charaktere, passten nichts und nichts. Naja, los geht's. Da ist er. Mist. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Scheiße! Da bist du hier gleich dran. Yes, und los, beschleunigen wir mal. Halte Kurs Gas, auf was ich kann. Ich halte sie auf. Wo ist die Insel? Ich sehe die gerade. Ja, da, okay. Ich sehe nur den Berg. Naja, dann. Oh, Scheiße! Sie kommen! Oh, komm, die können noch wegbumsen. Ihre Boote sind kleiner! Sie. Nein, man konnte sie. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Man kann es doch irgendwie wegrammen. Ich muss nochmal einen Blickwinkel. Ist schon übertrieben natürlich, ne? Aber egal. So. Und ich meine, Sam, der mit mir im Boot sitzt, wo oben schon mal Spoiler vorwegsehen, ist glaube ich mein Bruder. Wenn ich recht erinnere. Na los, fällt da kein Boot hier. Na, jetzt war. Weg da! Wo ist das, die Insel? Auch weg ist hier! Große Boot! Oh, das war ein Riesenboot. Aber das ist die Insel. Sie dürfen nicht vor dich fahren! Alter, was wollen die denn von mir hier? Komm weg hier! Oh. Ah, verdammt, das. So, Another World, ab nach oben. Falls ihr Another World könnt, fängt genauso an das Spiel. Landet oben. Gut. Jetzt kommt schon schwimmen. Oh, vielleicht erstmal lieber tauchen. Und. Mein Gott, da kann man auch reinkommen in die Rotorblätter. Wäre nicht so cool. Und. Da sind wir. Schnell rüber. Motor im Eimer. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Danke, Bahn. Komm schon. Denk sie aus dem Wasser! Scheiße. Sehr gut. Und wer fährt das Boot dann immer weg, wenn die alle tot sind? Man weiß es nicht. So, los geht's, weiter geht's. Fahr direkt zur Insel.
Da sehen sie mal wieder durch den schönen Blitz. Ich kann fast nichts sehen. Okay, ist doch gar nicht so ungewohnt hier. Wow, was da passiert? Oh, Alter, wie er da. Oh, Scheiße. Oh, verdammt, Dachs. Das sollte wohl so sein. Tja. Nathan. Oh. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standfrau bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Ah, Trotzkopf. Machen egal, wir alle was so ich früher? Versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Ah, Motze hier aussehen, ne? Sam. Unser Bruder. Okay, müssen wir hier rausschleichen. Los geht's. So. Ich sehe dich. Hoch und rüber. Oh. Ups, okay. Also für die, man muss sozusagen geben. Optisch sieht es natürlich immer noch lecker aus, das Spiel. Das sah es schon damals auf PlayStation 4. Und für PC, finde ich, sieht es auch schon ziemlich gut aus. Also das ist schon ein Schmankerl, muss man sagen. Hier oben mal links. Ne? Nicht schlecht. Okay, wir können hier nicht rüber. Hier fallen wir runter und auf den Boden. Weil da ganz so weit darüber springen können wir nicht. Aber wir können hier reingehen, glaube ich. Wenn ich mich okay. Still und leise. Okay. Na, wir sind ein kleines Tutorial hier am Anfang jetzt da. Müssen wir einmal durch. Ja, genau. Ich meine, man muss sich hier rumschleichen. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Ich hätte gerade laufen können. Gute Nacht, Schwester. Ich meine, sie geht... Geht sie denn hier hinten hin? Ich hoffe nicht. Dann sieht sie uns natürlich. Erwischt werden wollen wir nicht. Wo geht er? Geht sie hin? Sie geht da rein. Gut für uns? Alter, was für eine Ninja-Rolle. Ein Ninja-Typ, guck ihn dir an. Okay. Was macht sie denn da? Will er einfach reingehen? Ich glaube schon, ne? Na, guck mal. Ach, da kann ich was angucken. Ich muss zu dem Fenster. Ah, ich muss zu dem Fenster, genau. Da geht's hier. Na los. Bewegung, Schwester. Oh, guck dir. Nee. Okay, man kann da rüber rollen, aber wir müssen warten, bis sie wegguckt, ne? Guck mal wie sie
den Qualm wegmacht. Ich glaube, rauchen darf sie auch für den Pastor nicht. Geht sie jetzt gleich weg? Ah, okay. Mist. Ah, Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir auch... Ich komme, Vater. Gucken, warte, bis sie rausgeht, ne? Nicht, dass sie uns jetzt auf einmal doch noch erwischt. Das wäre schon nervig. Ninja-Rolle! Also ein bisschen übertrieben, ne? Ach, guck mal da. Wow! Rüber mit unserem Bruder hin. Da ist er. Oh, wow, das hängt auf dem Bauch. Oh. Das ist hier längs, okay. Hup. Yeah. Bin der King. Hast geschafft. Oh. 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 Komm schon, Nathan. Ach, was schon wir. Und hoch da. Und da ist mein kleiner Bruder. Großer Bruder, schwör. Rucksack mal aufziehen. Ich kann euch gar nicht so viel zur Story mehr sagen. Okay. Schon so lange her. Sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Dummer Spruch. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Also ich habe alle die Einstellungen auf guter Sprung. Overkill gemacht, also auf Ultra. Komm, hier. Und viel besser geht's halt nicht, wie es jetzt aussieht, ne? Das kann natürlich mit der Kompression von YouTube ein bisschen zusammenhängen, dass die Qualität nicht ganz so berauschend ist, weiß ich nicht. Ich habe mal die Qualität höher gestellt und ich spiele in 4040p. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Wow. Alter. Wie geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Alter, ich bin ziemlich gut, oder? Also... Als, ich meine nicht ich, der jetzt spielt, sondern der Junge, finde ich. Macht das schon ziemlich gut, der Kerl. Wow! Das war leicht. Komm. Die Frage, wo wir hin sollen. Ah. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau so. Boah. Oh, hat's drauf. Geht's ab nach oben. Der hat's schon drauf, der Typ. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Der macht schon ziemlich gut. Hier, komm schon. Du bist dran. So. Okay, nach oben. Alter, ich würde erst nur niemals 2 Meter schaffen. Also im echten Leben. In real life würde ich echt nur so vielleicht 2-3 Meter schaffen. Was hast du so gemacht? Kaputt. Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Ja, nein. Aktuell, ja, nein. Alter. So, geht's weiter? Okay. Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Was? Okay. Kann ich auch laufen? Ist das mein Laufen hier? Oh, oh. Okay, denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Kann ich schneller laufen? Muss mal gucken. Warte mal. Okay, los geht's. Ich glaube, das ist sein Laufen. Hab dich! Easy peasy. Siehst du? Kein Problem.
Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Hier, das Klettern ist echt von Tomb Raider, ne? Aber... Also kann man auch direkt sagen, weil Tomb Raider ja vorher da war, ne? Voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Aber er ist sehr vorsichtig, Nathan, muss man auch sagen. Gedrückt halten, um das Ziel zu erreichen, ja, okay. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay, schauen wir. Ist auch richtig schönes, cooles Parcours, oder? Okay. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Easy. Ups. Ist das eine Sünde? Oh. Eieiei. Wir schwingen jetzt auch. Klar. Ja. Okay, weiter. Hm? Okay, halt. Zu ihm kriegt was sein? Fahr schnell noch an. So, darüber? Anscheinend. Jetzt? Was macht er da? Frage, wo wir hin sollen. Ich spring noch kurz zurück. Vielleicht sollte er vorrennen. Ja, was macht er da? Ja, gut. Ich glaube, man kann da drüben noch längs rennen. Was hängt er da? Ein kleiner Bug oder was? Ah, okay, ich kann hier längs gehen. Ach komm, da kommt er jetzt. Oh! Ja, das kaputt machen, ja. Okay, alles hoch. So. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. So gut, dass er noch hängen musste da. Ups. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Mach da. Alter! Du bist krank. Ja, okay. Kann da oben links gehen? Ah, okay. Okay. So. Du schaffst das, Nate. Ich schaff das auch. Und rutschen. Okay, mach nur. Ist zu viel nach. Oh, Mist! Hab dich! Alter Schwede, halt mal jemanden so mit einem Arm unter dem Bein. Komm. Unmöglich. Geschafft. Schon ziemlich cool. Ja, natürlich. Ist doch schon ziemlich cool, nicht wahr? Hier links? Okay. Hier, hier geht's links. Wo gehen wir hin? Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Okay. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. LB zum Werfen des Salz. Okay. Wo soll was hinwerfen? So geht das, Nate. Ah, okay. 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 Dann mal los. Wow. Wow. Das war schon ziemlich cool. Okay. Wir haben bestimmt die Leiter hier runter, oder? Sam, zeig mal, wo wir müssen. Oder wir okay. Nach dir. Wo muss ich da hin? Ah, okay. Jetzt runter. Ah. Wow, das war ein tiefer Sprung. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Na? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich habe mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Na ja, klar. Spring auf. Was?
So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Yeah! Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Oh, ein bisschen älter sind wir jetzt. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Cooler Gang, wie bei Indiana Jones, Teil 3. Acabemos con esto. Okay. Los. Eres puro cuento. Demuestra al gringo quién manda. Wie gefällt dir das? Chingada, este gringo sabe pelear, eh? ¿Te gusta esto? A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Dale una paliza! ¡Vuelve ahí! Esto va a ser divertido. ¡Dale en la cara! ¡Hipster, mira! ¡No puedes! ¿Qué tal esto? ¡Ich los, Arschloch! ¡Golpéalo! ¡Gánenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Wow! ¡Rómpele la cara! ¡Toma esto, pendejo! ¡Sí, Gustavo! ¡Tú lo empezaste! ¡Acaba con él! ¿Qué? ¡Estás muerto! ¡Puedes hacerlo! ¡Rómpele el cráneo, amigo! ¡Ya lo tienes! ¡Vuelve ahí! Esto es por meterte con nosotros. ¡Dale una paliza! ¡Oh, das tat weh! Ahora sí, pendejo. Es gebrochen, würde ich sagen. Vas a arrepentir. ¡Puedes hacerlo, amigo! ¡Te voy a matar, compañero! ¡Sí, Gustavo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Qué amigo! ¡Las los! ¡Ya basta! ¡Komm schon! ¡Ich drück doch für alles, was ich kann! ¡Jetzt! ¡Und jetzt ich! ¡Bam! ¡Bam! ¡Was zum Basta, Idiotas! ¡Suéltenme! ¡Oh, schade! ¡Das war kein Kampf! ¡Ich war gut im Fahrrad! ¡Hola, Kleiner! ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Haben die jetzt mit mir vor? Abre. Ich bin schon am Prison Break hier. Ach, oh nein, Einzelhaft. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Oh.
Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Schmieriger Typ. Okay, calmate. Ein höllischer Ort. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Dass man immer noch so dumme Sprüche machen kann, wenn man weiß eigentlich, man ist in einer Aussichtslage. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota, die Treppe rauf! Das ist eine aussichtslose Situation, weißt du, und dann noch dumme Sprüche reißen. Jenes están yendo un prisionero, abran la reja. Hey, naja. Der Tag, nicht? Hat er eh nichts zu verlieren. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Ja, keine Freunde gemacht hier, würde ich behaupten. Anscheinend hast du Fans. Ach, schon, die Texturen sind schon knackescharf, ne? Muss man sagen. Schon cool. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Ich weiß nicht, ob, wenn ich Untertitel anhätte, ob das dann was bringen würde hier? Dass die Spanische sehen? Ich glaube nicht. Oh. Das ist aber kein netter... Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo. Bien. Guck mal da. Der hat auch nichts zu lachen, da der Typ. Ich glaube, das ist deren Spaß. Die haben wir sonst nicht zu tun den ganzen Tag, ne? Ja, den Weg habe ich verstanden. Oh. Wem bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Das Wurmschwanz. Por favor. Hier links? Ne, da links. Ne. Nach dir? Scheiße. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Nach links? Ja, schon klar. Dadurch. Ja, okay. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Geil, wenn er eine Brille hat. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Cool.
Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. So, das entspannt. Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Arbeitstisch, die Kisten. Na bitte, Kinderspiel. Hey. Wo hat er das denn hingetan? Kurz mal überlegen. Nee, weil er ist ja nicht hier längs geklettert, ne? Was hat er da hingelegt? Unter dem Arbeitstisch? Na gut, gehen wir erstmal weiter. Okay, da wahrscheinlich. Ah. Yes, ein Kletterseil. Und weiter geht's. Okay. So. Hier runter? Nö. Und darüber, ne? Da ist das Teil. Komm ich nicht ran von hier. Ach, von da. Auch nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen jetzt, warte. Komm ich da nicht hoch, okay. Muss ich da runter? Nee, ne? Kann ich da hochwerfen? Auch nicht, hey. Wo soll ich denn hin? Warte, ach, hier! Gut, schieben wir das Ding. Damit wird es klappen. So, dann kann man das Ding gut werfen von hier, ne? Und auf geht's. Perfekt. Fahrradrolle. Okay. Ein bisschen morsch, das Ganze ist ja auch alt, ne? Muss man auch mal so sehen. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Wow. Was? Wow. Hey, guck mal, wie geil das Seil auch wieder reingeht. Ich bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ah, das ist schon ziemlich cool. Er ist auch ziemlich flott unterwegs, der Gute, ne? Auf nach oben. Sollen wir nochmal hier so einen coolen Sprung machen, wie hier. Von Assassin's Creed? Ne, aber jetzt kein Bock drauf, ne? So. Wo müssen wir hin? Ah, da geht's auch hoch, okay. Warte. Hier rein wahrscheinlich jetzt, ne? Okay. Hoch da. So. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Kann ich rüberspringen? Auch. Oh Mist! Oh. Okay, das geht nicht. Aber da. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Mal gucken, ob man darüber lenken kann. Ey, das ist aber auch krass, ne? Hier, warte mal. Kann man hier am Gitter festhalten? Und hier müssen wir wahrscheinlich rein. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Ja, aber gehen wir ein bisschen links. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Da nochmal raus hier aus dem Fenster? Da kann er nicht raus, okay. Er macht nur so komische Bewegungen. Raus geht's nicht dort, okay. Da geht's runter.
Okay. Weg. Ah, schau okay. Euch das an. Mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool, hat er recht. Wow, Alter, wie kann man denn so klettern? Das ist doch übertrieben. Stell dir mal vor, man könnte so klettern im echten Leben. Ich denke wieder diese Boulder-Leute, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so hinkriegt. Auf geht's. Burns okay. Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay, das ist die okay. Zelle. Wo fange ich an? Das ist die Frage. Da ist Sonne das. Und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Warte mal ganz kurz. Hier haben wir eine Option. Ich habe bei den Audiosachen würde ich einmal kurz die Lautstärke vielleicht vom Dialog nochmal höher machen. So. So, Notizen angucken. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Ja, stimmt. Ah, da ist die andere Hälfte. Guck das also an. Dann. Falten wir das Ganze mal. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay, Schütze und Skorpion finden. Schütze und Skorpion. Schütze da. Ist schon mal der Schütze. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Komm mal rauf da. Ja, steht doch da Schütze und Skorpion. Also Schützezeichen ist doch das Ding da, ne? Und da, das heißt, das ist X und 11. Also 10 und 11, wenn wir jetzt die römischen Zahlen nehmen. Also müssen wir wahrscheinlich hier die 10 finden. Die 10. Die 10 ist doch da. Nee? Der untere? Halt. Der. Römische 10. Nichts. Römische 10. Was stand nochmal im Brief? Römische 10 und römische 11. Ach, warte mal. Vielleicht muss man die zusammen berechnen. Dann wären wir bei 21. Das passt aber nicht. Die Zahl gibt's hier nicht. Das Skorpionzeichen. Und eine römische 2. Warte mal, was? Hä? Bin ich dumm? Das habe ich noch falsch gelesen. Okay. Nochmal raufgehen. Also wir haben da ja die das Dingszeichen und das andere Zeichen. Was ist denn? Das ist denn römisch 2. Wahrscheinlich das gemeint mit Skorpionzeichen, oder? Guck mal drauf. Ah, okay, das soll das sein. Skorpionzeichen. Und das andere, was soll das denn sein? Das müsste doch der da sein, oder nicht? Da gibt es noch einer, der ähnlich aussieht. Mal gucken. Naja, wir können mal die 2 drücken auf jeden Fall. Römisch 2, 3, Römisch 2, da ist die Römisch 2. Und die römische Zahl 2. Ah, nein. Okay, also, wir haben dann die römische Zahl. Hab ich das auf dem Brief übersehen? Ja, wahrscheinlich. Weil, muss man nicht zusammenrechnen, dann wäre es ja 10 und 2. Schütze, römische 10. Also brauchen wir die 12. Okay, dann müssen wir X finden mit 2 Strichen. X finden mit 2 Strichen. Wenn man das zusammenrechnen muss, das wäre dieses hier. 10 und 2. X und I, I. Okay, ich hätte aber gleich drauf kommen können. Was soll's. Sieh sich das einer an. Das sieht cool aus. Digna factis recipimus. Ich muss erkannt hier. Kann man irgendwas aufmachen da dran?
Nein, ne? Das muss es sein. Dann mal zurück. Okay, können wir durch die Tür zurück oder müssen wir durchs Fenster klettern? Testen wir mal. Los! Wow, 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 wow. Ich sollte aufpassen. Oh, runter musst du trotzdem. Und abwärts. Runter. Ja, gut. Ist die Frage, ob ich da einfach hochklettern muss? Dann mach ich mal. Gibt's bestimmt einen besseren Weg hier. Vorsicht. Ups. Hey, auf ein neues. Okay, da geht's runter. Und... Das kriegt Rafe niemals hin. So. Raus hier! Komm schon. Auf Wiedersehen, Schulter. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Okay, wir überlegen. Da drüben ist das. Okay. Ach, Scheiße. Nein, nein, nein. Schatz drauf. Okay. Ah, hier geht's auch. Ein kleiner Flummi, ne? So muss es laufen. So. Da rein. Drücken Sie zum Springen auf eine niedrige Kante B. So. Hast du geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Na, kann das Kreuz nicht sehen bei mir, was ich hab? Anscheinend nicht. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er?
Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Sind die einzigen, würde ich sagen, so Gringos da drin. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Oh, hoffentlich kommen wir auch so leicht raus. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen... Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Jetzt gibt's Stress. ¿Quién no sale? Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Musstest du den Gefängnis? Du hast dich auch nicht angeboten. Leute, dafür ist keine Zeit. Buenas noches. Siéntate. Mit dir, du Penner. Oh. Ich kann schnell aufweichen, okay, jetzt. Geil, diese Bodymoves da, oder? Oder der hübsche Gringo. Sam! Hilfe! Der Move war noch göttlich, ey. Oh. Wo bin ich? Hey, lass los. Scheiße. Gut, espera. Ya basta de hablar. Oh. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Aliense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Stress. Warte um vorne. Ist das Schmuggelware? Cállate. Für wen hältst du dich? Llevo su celda.
Trae a los gringos a mi oficina. Ja. Dumm gelaufen. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Oh, oh. Danke. Wir geben dir, 10%. Ha! Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Oh. War das nicht geplant? Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Umbringen wollten wir keinen. Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden es raus. No. Scheiße! Sackgasse! Das Fenster! Beeilung! Das ist offen! Ich sehe den Leuchtturm nicht. Lass uns einfach von den Wachen weg. Das ist ein Parcours hier drin. Whoops! Bruder! Alter, ein voll getroffener Sack. Na los, na los! Die ballern auch ohne zu zögern auf einen, ne? Hoch da. Mist, noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Nee, na los, Sam. Halt. Ja, Alter, was für ein Arsch, ne? Was für ein Arschloch. Ja, das ist ein fieser Sack, das wissen wir jetzt schon. Den Typen kann man nicht vertrauen. Das wissen wir doch jetzt schon. Sie sind überall. Okay, alles sauber. Dieser Ort ist ein Irrgang. Ja, als
wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. Amigo! Hey, Dave! Schön, dich zu sehen! Geht uns die Leiter runter! Fast geschafft! Da ist der Leuchtturm! Ja, freu dich nicht zu früh. Was denn? Was? Was? Aber schnell dann wieder. Und uns alle abschießen. Lass das Kreuz nicht fallen. Hey, Sorrento! Verdammt! Enzo, Mann! Oh. Oh. Sam! Komm! Ich zieh dich hoch! Ich hab dich! Komm! Eieiei! Ei, ei. Nein! Nein, festhalten! Festhalten! Sam! Die andere Hand! Los, hoch! Nein! Shit. Wir müssen weiter. Nein, er ist noch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann... Ich lasse sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst. Ja, nichts, ne? Was ist mit ihm hier? Oh Gott, nein. Nein. Scheiße. Okay. Okay, ich muss hier raus. Oh, Sam. No! Was für ein Klatscher? Bauchklatscher! Das war einfach nur das Prolog. Was eine Stunde ging. Ziemlich cool eigentlich, oder? Ja. Alter, wie cool war das da bitte sehr gemacht. Ziemlich cool. Ja. Aber das soll es auch gewesen sein für heute. Lass das Intro noch kurz hier laufen. Vielleicht noch kurz rein, was danach passiert. Das Sully. Schon ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, kann ich die Filmsequenz überspringen? So weiter kommt es auch, ne? So. Bruder verloren. 15 Jahre später. Gut. Okay. Jetzt auf den Grund. Okay. Laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nee. Noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay. Ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden. Okay. Alles klar. So, ein Job in Malaysia. Aber den machen wir wirklich erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ist noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann und bis dahin. Wenn tschüss. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay.